So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Callisto Protocol. Und wir sind jetzt hier angekommen und müssen zu Danny. Und was werden wir machen? Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzbar. Aber was wir gefunden haben, was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Ich muss Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Ey, was will ich da hinten haben? Weil es eine neue Aufnahmesession ist, ist das wahrscheinlich respawned, ne? So. Wir nehmen die Wumme. Weil. Konzentrieren wir uns erstmal auf die hier. So kriegst du mich nicht. Noch nicht. Okay, da geht's weiter. Ach, hallo. Alter, ein Schuss. Das war einfach ein fucking Schuss. Ja, ein Schuss in den Bau. Man hat ihn komplett aus dem Leben geholt. Okay, das war krass. Der Revolver. Der ultimative Killer. Das war ein Dicker. Das war halt ein Dicker. Okay, das war schon edel. Muss ich ja sagen. Okay, er ist alleine. Lass uns tanzen. Komm her. Oh. Was ist denn da voll? Oh, was ist das denn hier? Ach ja, der Bauplan, stimmt. Wenn Akku nutzen. Wenn ich wüsste. Aufstand Flintenmunition schmeißen wir mal weg. Hä? Ach, ist beides Aufstand Flintenmunition? Ja dann. Und da komme ich. Wer ist hier? Ich habe nur einen gehört. Hat er wieder da hinten rum. Ah ja, da hinten, da sehe ich ihn doch. Teufel, was das denn jetzt? So. Eine. Arsch. Okay. Scheint erstmal fürs erste Areal alles gewesen zu sein, die beiden. Ich brauche einen Automaten. Ich würde gerne den Maschinengewehr.
Sturmgewehr. Sturmgewehr, Maschinengewehr. Rest nein. Oh, wo ist er hingelaufen? Der ist da hinten hingelaufen. Der musste nach Hause. Da wurde gerufen. Da lang gelaufen. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt, deswegen rede ich vielleicht nicht so viel. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten hin. Da ist auch der Kasper hingelaufen. Junge, wo kommst du denn her? Gib ihm. Okay. Oh, wow. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, krass. Was hat der denn ausgehalten? Ich hab den einen zertrümmert, der hat zwei Schläge kassiert und war tot. Und er kassiert alles. Er ist der Ultimative. Er war der Ultimative. Alter, der war ja noch stärker als der Zweiköpfige. Okay, meine Waffe. Ich habe ein bisschen Vertrauen in meine Waffe verloren. Meine Waffe hatte gerade noch einen besseren Eindruck. Hör auf! Ja, hier kommt doch auch einer raus, oder? Sobald ich diese Kiste aufmache, wird einer von hinten kommen. Oder war das der tatsächlich? Der wäre gekommen. Dann machen wir es mal eben so. Nutzen den Akku. Ja, ich brauche auf jeden brauche ich die Gesundheit. Oh, da ist ein Entschlüsseler. Okay, warte mal. Aufstand, Flintenmunition, hasta la vista. Entschlüsseler. Den Akku, brauchen wir den Akku auch? Revolver Munition, ja, nee. Erstmal verkaufen oder muss ich wieder an Munition kommen? Keine Musik hier. Da hinten. Das ist mein Verkaufsautomat. Aber das war der Flitzer, der vorhin hier lang gelaufen ist. Der hat sich wahrscheinlich da im Klo versteckt. Was? Alter. Zwei.
Flintenmunition können wir mal mitnehmen. Wer denn jetzt alle her? Drehen wir nochmal drauf. Ich wollte eigentlich, hatte ich kurz überlegt, dieses Teil hier zu nehmen. Aber Eifer des Gefechts. Also hier war ich ja schon drin, aber dadurch, dass ich gestorben bin, gehe ich da jetzt nicht nochmal rein. Ja. Hier ist nichts. Hier sind aber auch keine Blinden, ne? Also hier brauche ich eigentlich auch gar nicht geduckt gehen. Noch was. Oh. Da ist sie. Oben gemacht hat. Ich hoffe, da komme ich noch hin. Die nehme ich jetzt eher nach unten. Er hat aus dem Fenster gegrüßt. Alles unsympathische Freunde hier. Oh. In der Dunny. Ein Automat. Sehr gut. Ja, mein. Ja, Bauplan. Sturmgewehr, genau. Sturmgewehr. Soll jetzt erstmal verkaufen. Müssen erstmal Platz machen. Entschlüsseler weg. Makellose Energieumwandler weg. Oh, weg. CPU-Drucker weg. Makelloser CPU-Drucker weg. So. Okay. Nein, 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 sei artig. Mach das nicht. So. Ich will aber nochmal eben. Wobei, ich habe ja alle gelootet, ne? Ich will nochmal hier hinten hin. Ah, das sehe ich jetzt noch. Genau, stimmt. Ach ja, genau. Habe ich vergessen. So. Okay. So, sehr gut. Genau. Okay, alles klar. Dann haben wir hier erstmal alles. Dann können wir jetzt erstmal zum Automaten gehen und mal gucken, was wir da verbessern. So. Verkaufen. Haben wir auch was? Nein. Gut. 4000 Euro. Was haben wir denn hier? Sturmgewehr. Schaden. Macht nicht viel Schaden, ne? Oh, das ist schon teuer. 1000. Vielleicht doch mal die taktische Schrotflinte ein bisschen verbessern. Kostet nicht viel. Lass uns die erstmal verbessern. Die Aufstandflinte. Vielleicht nehmen wir die doch mit und verticken eher dann so Revolvermunition oder sowas.
Weil ich glaube, so Schrotflinten sind, wenn so dicke Viecher kommen, vielleicht gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Mal so gut, ja. Deswegen machen wir das auch, weil die gar nicht mal so gut sind. Wir rüsten uns absichtlich schlecht aus. So, okay. Aufstandflintenmunition behalten wir also jetzt. Magazingröße, ja, das machen wir jetzt auch. So, jetzt ist die Flinte eigentlich erstmal sehr stark. Hier oben Explosivgeschoss-Upgrade, weiß ich nicht. Glaube ich, brauche ich erstmal nicht. So, die Automatikpistole, die machen wir nicht. Die werden wir völlig ignorieren. Unser Schlagstock. 2700, dann macht er massiven Schaden. Wäre eine Überlegung wert. Was haben wir denn hier? Schalte deinen tiefen Angriff frei, dann haben wir einen erfolgreichen Block. Okay. Bitte verantwortungsvoll anwenden. ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben erstmal so. Und schauen, was bei rumkommt. Okay, maximiert. Okay. Schleudergeschichte, das ist natürlich schon geil, ne? Aber wie gesagt, die ganz dicken können wir eh nicht schleudern. Also die, den zweiköpfigen zum Beispiel, den konnten wir nicht schleudern. Und mit dem, was wir hier haben, machen wir eigentlich schon guten Schaden. Zumal also hier ist Gunk. Ach ja, was haben wir denn hier? 3-6, fuck. Schwarmgeschosse. Ja, vielleicht sparen wir für, um die Skunk weiter hochzubringen. Das könnte man mal überlegen. Ich habe 2 Slots frei. Munitionstechnisch. Sieht gut aus. Ja. Testen wir die mal. Nehmen wir die mal mit. Gucken wir uns das mal an. Wir müssen ja eh nach oben. Das wollen wir doch mal hoffen, bei dem Weg, den wir hier gehen. Oh, hier ist jemand. Bitte, Sie müssen mir helfen! Sir, bitte, beruhigen Sie sich. Nein. Was ist in meinem Kopf? Beruhigen Sie sich bitte und beantworten Sie meine Frage. Wann war der erste Kontakt? Bitte, was tut du weh? Ich wollte noch gar nicht hier rüber. Eigentlich gucken, ob da drüben noch was ist. Aber ich glaube, das war nur der Typ. Ach, da ist sie ja. Gerade stand sie noch da. Ich hab's genau gesehen. Dani. Oh, what the fuck. Nein! Was ist passiert? Tut mir leid. Ich wollte dich beschützen.
Danny. Hey, Danny. Das ist nicht egal. Okay, schon gut. Entschuldige. In ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Oh no! Oh no! Nein! Der siamesische Zwilling ist wieder da. Oh, was zum Teufel. Oh, und ich kenne nicht die Area hier. Okay. Doch. Wo kam er denn her? Okay. Time to go. Aber. Alter. Was denn jetzt gerade? Sehr gut. Oh, das ist so knapp. Oh! Boah, ich hab's mit der Aufstandflinte geregelt. Boah. Das ist schon zu viel wieder für mich, ne? Jetzt kann ich mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Der hat mich auch irgendwie mal erwischt, ne? Aber irgendwie... Ich muss jetzt erstmal mich hier umgucken. Was ist das? Achso, das war seine zweite Hälfte, ne? Ein bisschen aufgeräumt. Da ist noch was. Haben wir hier. Revolver, okay. Da ist ja keine Zeit für, wenn der Dicke hinter dir herläuft, ne? Okay, also der Dicke, der frisst extrem viel. Aber ich hab's bisher 2 von 2. Ich hab noch keinmal gegen den Dicken verloren. Aber ich möchte ihn eigentlich auch nicht nochmal sehen, wenn ich ehrlich bin. So, da ist Danny. Nein, das will ich nicht haben. Das haben. Munition für Automatikpistole, okay. Oh, was ist hier? Weil dieser Kleine, ne? So, du hast nichts mehr. Dann gehen wir nochmal hier gucken. Hier ist sonst nichts mehr.
Nahaufstandflintenmunition. Okay. Gut aus, würde ich sagen. Dann lass mich mal einmal ganz kurz gucken. Dann mal im Durchladen. Gut, dass ich die verbessert habe. Also, Junge, Junge, Junge. Dann mal alles einmal durchchecken, ob alles in Ordnung ist hier. Ah, gut. Okay. Bleiben wir hierbei. Okay. Alles in Ordnung? Ich wusste nicht, dass meine Erinnerung. Diese Implantate sind mit unserem Mund. Es ist wie das Kopieren von Dateien. Diese Sie zwang alle Teamarbeiter, ein Gefühl der Sündesammer zu tragen. Was? Komisch. Hey, krass. Okay. Aber wenn wir mit ihr hier eine Sequenz haben, dann können wir uns hier erstmal befreit bewegen, ne? Dann kommen keine Viecher. Oh, Energiewandler, hallo! Ich überlege, wo der Loot ist von dem Dude, den ich aus dem Fenster gekillt habe. Oder habe ich den schon eingesammelt, ohne es zu merken? Ich würde sagen, nächster Speicherpunkt. Machen wir Folgenende, ne? Machen wir an die halbe Stunde. Oh, was zum Teufel. Klasse. Muss das eigentlich immer mir passieren? Da vorne ist ein Automat, das ist ja schon mal gut. Triff dich wieder mit Dani. Warum, in Gottes Namen? Muss denn das immer so drauflaufen? Kannst halt auch nicht einmal Glück haben hier in diesem Spiel. Modder hier. Dachte ich, wäre ich mal aus diesem ganzen Modder raus. Nein. So. Okay. Gegenstand auswählen. Sehr wohl. Der Drucker geht weg. Der Energieumwandler geht weg. Und mehr habe ich auch gar nicht zu verkaufen. So, jetzt, ich habe aber 4. Okay. So, jetzt können wir. Explosivgeschoss-Upgrade. Verbessert die Projektile der Waffe, sodass sie kurz nach dem Aufbau explodieren. Fügt allen dem Explosion zusätzlichen Schaden zu. Das finde ich gut. Oh, das ist aber nicht meine Skunk. Oh, grober Fehler fast. Ich wollte schon sagen, kostet es auf einmal nur 2,7. Das zielsuchende Patronen abfeuert, die Gegner in der Nähe im Schwarm angreifen. Ah, warte mal. Das ist natürlich... Das kostet mich viel mehr Munition, ne? Dass sie zielsuchende Patronen abfeuert. Boah, wäre es nicht vielleicht sogar sinnvoller? Die Flinte hat guten Job gemacht. Die Flinte hat so viel Schaden im Moment. Aber die Skunk macht mehr Schaden. Aber wenn wir hier... Explosionsradius. Und ich habe dann noch Geld übrig. Ah, schwer. Weil ich weiß nicht, wie viel die Patronen die verballert dann, ne? Komm, wir machen's. Scheiß drauf. Warten, bis Skunk abgeschlossen ist. Sehr gut. Qualitätsprüfung bestätigt. Ja, das werden wir gleich einmal sehen. Qualitätsprüfung
Ja, dann große Mahlzeit. Da bin ich ja mal gespannt. Obwohl, kann ja nur maximal 4 verschießen. Dann passt das ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie wir wieder zu Dani kommen. Das ist ja auch irgendwie so ein Running Gag, ne? Wir sind bei Dani, dann verlieren wir sie, dann kommen wir wieder zu ihr mit ihr zusammen, dann verlieren wir sie wieder. Mal gucken. Gucken, wie lange das noch geht. Also in dem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.